Herzlich willkommen auf dem Amsterdam Dance Event hier bei Face TV. Es ist ziemlich schlechtes Wetter gerade draußen, es regnet und deswegen haben wir uns überlegt, Dennis Kojo und ich, wir gehen mal rein und schauen uns hier mal um. Es ist nämlich, hier ist es schön muckelig und es ist auch sehr angenehm beleuchtet. Schau mal hier rum, Micha, zeig mal den Leuten, wie es hier aussieht. Schön grün-gelb, Käsköpfchen hier hat Sinn. Ja, wir sind in Amsterdam und Dennis Kojo spielt heute Abend hier und haben uns gedacht, den schnappen wir uns doch mal. Du bist nicht auf der Messe, du bist hier nur zum Auflegen und dann fliegst du wieder weg. Also rein, raus. Genau, richtig, weil ich wohne ja in Deutschland und dann bin ich jetzt sogar heute mit dem Zug einfach gefahren. Ganz entspannt, zwei ganz entspannt. Stunden genau, gearbeitet auch im Zug und morgen Mittag fahre ich dann wieder zurück. Du spielst in einem der schönsten Läden im Melkweg und hast gesagt, da warst du noch nicht, da kannst du dich drauf freuen. Das ist schön. War ich in der Tat noch nicht. Ja. Also ich habe super gute Sachen darüber gehört, aber es ist das erste Mal. Ich habe vorher im Escape gespielt, hier bei der ADE sonst immer. Und Melkweg jetzt zum ersten Mal, bin ich gespannt drauf. Du spielst zusammen mit deinem Produktionspartner, ne? Oder mit dem du jetzt gerade einen Release hast. Richtig, genau, Thomas Gold. Und wir haben jetzt, der Release war jetzt am Montag, also vor drei Tagen. Never Alone heißt der, auf Protocol Recordings und ist ja auch die Protocol Party. Deswegen spielen wir heute Back-to-Back. Und, Back-to-Back? Genau, richtig. Eine Wie lange? Stunde lang. Eine Stunde, ja. Das heißt, ihr habt dann ziemlich viele Acts, ne? Das ist ja, auf jeden Fall, ja. Sehr oft ist, auf dem ADE so, ne? So zack, zack, zack geht das. Genau, richtig. Ja? Ein super Line-Up, also wird gut. Unsere Leser interessieren sich auch immer für Technik-Themen, ja? Also zum Beispiel, was ist der neueste Mixer, was ist denn das neueste CDJ-Gerät, der neueste Abspieler, aber auch, womit kann man am besten Dance produzieren. Jetzt gibt es da natürlich viele Möglichkeiten. Es gibt Ableton, es gibt Logic, aber es gibt auch Cubase. Und Cubase wächst, habe ich das Gefühl, extrem. Also Sepp zum Beispiel produziert auch mit Cubase. Was sind denn so die Vorteile, die du siehst, mit Cubase zu produzieren? Ja, also ich denke, in erster Linie ist das Ganze eine Geschmacksfrage, welche DAW man benutzen möchte. Gibt es ja reichlich Auswahl. Ich finde, das ist ein bisschen eine Typfrage. Also ich bin bei Cubase deswegen, weil erstmal meiner Meinung nach ist Cubase so die DAW mit den meisten und modernsten Features momentan. Also wenn man mich fragt, ich sage immer, dass Logic da leider so ein bisschen hinterher hinkt in letzter Zeit, einfach so in der Weiterentwicklung seit Logic X. Hat mir nicht mehr so ganz so gefallen, was sie gemacht haben, aber es ist halt, wie gesagt, eine Geschmacksfrage. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Cubase meiner Meinung nach so von unter diesen DAWs jetzt von Logic, Ableton, Fruity Loops und Cubase, darunter ist Cubase die so am technischsten ist, sage ich mal. Also es ist von der Mixing-Qualität her ist Cubase da definitiv am weitesten vorne. Und es ist einfach so, auch von der Audiobearbeitung her, vom Editing her, also vom technischen Aspekt her, ist Cubase da einfach so das versierteste, sage ich mal so. Wo Logic zum Beispiel dann so ein paar Vorteile im MIDI-Bereich, vom musikalischen Aspekt her. Das ist also immer so ein bisschen eine Frage, was für ein Typ ist man. Also ich bin selber halt so Vollblutproduzent und auch so, ich würde mich als Mixing-Engineer auch sehen, wo vielleicht andere mehr so Composer sind. Und dann haben die andere Vorteile vielleicht in Ableton oder Logic. Also das ist immer so die Frage, was für ein Typ man ist. Und für mich definitiv kann ich ganz klar sagen, dass Cubase so der passende Deckel ist. Für Vollblutproduzenten ist also Cubase das Richtige. Aber jetzt musst du noch mal allen verraten, was ist denn bitte DAW? Digital Audio Workstation. Also das ist immer, das ist quasi die Hauptsoftware, die man nutzt als Produzent. Also das ist das Hauptprogramm. Und dann hat man da immer Plugins drin, die man einbindet. Und das sind dann eben Synthesizer, Effekt-Plugins und so weiter. Aber die DAW, das ist eben das Grundgerüst, das ist das Hauptprogramm. Ja. Okay. Quasi das Chassis und alles andere sind dann so die Sachen, die noch drumherum kommen. Korrekt. Ja. Ja, jetzt wissen wir ein bisschen was über Cubase und wie Dennis Kojo als Vollblutproduzent damit arbeitet. Jetzt hast du gerade deine Single mit Thomas Gold draußen, aber du bist ja immer fleißig, das weiß ich noch von MTV Mobile Beats, du bist richtig, ja immer dabei zu produzieren. Korrekt, was ist denn gerade noch so in der Pipeline? Also ich arbeite gerade, ich habe so einen Remix gemacht für eine Pop-Produktion. Jetzt habe ich ja mal was ganz anderes gemacht, das ist so 110 BPM, weil habe ich mal komplett mal was anderes ausprobiert. Auf jeden Fall mal was Interessantes, kann ich noch nicht genau was zu sagen. Ich weiß auch noch kein Release-Datum, aber wird kommen auf jeden Fall. Das ist eine. Dann arbeite ich an so ein 2-3 Kollaborationen. Ich mache momentan auch ganz gerne mal Sachen, wo ich mal Kontakt aufgenommen habe mit Leuten, die mir Demos zuschicken aus dem Internet einfach. Jungs, teilweise gibt es halt wirklich so talentierte, junge, aufstrebende Produzenten, die halt wirklich einfach nur im Kinderzimmer quasi ein bisschen rumspielen und mir dann Demos zukommen lassen und teilweise dann wirklich Sachen dabei, wo ich dann wirklich staune, wo ich dann sage, wow, das hat echt Potenzial. Also sind das so Sachen, die halt wirklich eine starke Idee sind, nur die Jungs wissen halt nicht, wie man es halt richtig ausproduziert, damit das natürlich professionelles Level hat. Und da waren so zwei Sachen jetzt dabei in letzter Zeit, die ich mir so rausgepickt habe, wo ich dann Kontakt aufgenommen habe und dann gesagt habe, alles klar. Dann greifst du jetzt unter die Arme und produzierst das dann mit denen zusammen aus. Richtig, genau. Cubase, genau, das mache ich zum Beispiel.
Beispiel. Und dann arbeite ich an einer Produktion mit Nicky Romero. Der war halt bei mir im Studio vor ungefähr einem Monat. Und da haben wir was angefangen. Da bin ich halt sehr heiß drauf, weil ja, wir arbeiten jetzt sowieso viel zusammen. Und wird wahrscheinlich weltweit große Aufmerksamkeit hervorrufen. Ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Ja, dann drücken wir dir die Daumen und wünschen dir heute Abend eine tolle Party am Merkweg. Das war Dennis Danke. Koyu bei Face TV auf dem Amsterdam Dance Event 20 Jahre ADE. Yeah.